Leckere Paprika-Rosmarinbrötchen vom Zauberstein. Zuerst bereitest du einen Hefeteig vor. Das Rezept für diese Brötchen findest du in der Infobox. In der Zwischenzeit hackst du den Rosmarin klein und vermischt den Frischkäse mit dem Eiweiß. Nachdem der Hefeteig gegangen ist, rollst du ihn auf einer Teigunterlage ca. 60 x 40 cm aus. Die Teigplatte wird nun mit dem Paprika-Frischkäse bestrichen. Und zusätzlich kommt noch der gehackte Rosmarin dazu. Ich habe es in diesem Rezept leider vergessen. Jetzt legst du von der kurzen Seite her die Teigplatten übereinander. Schneide jetzt ca. 9 Streifen aus dem Teig. Jeder Teigstrang wird jetzt zu einem Knoten geformt. Dazu verdrehst du den Strang in sich, wickelst ihn zweimal um deine Finger und steckst das obere Ende durch die Mitte. Hier zeige ich es dir nochmal. Verdrehe den Teigstrang in sich, wickel ihn zweimal um deine Finger und dann steckst du das obere Ende durch die Mitte. Bestreiche nun alle Brötchenknoten mit einem Eigelb und bestreue sie mit Sesam. Fette nun eine Stoneware nach Wahl ein und setze die Brötchenknoten auf den Stein. Jetzt müssen sie noch einmal abgedeckt für ca. 30 Minuten gehen. In der Zwischenzeit kannst du schon den Backofen aufheizen. Nach der Gehzeit backst du sie im Backofen für 30 bis 35 Minuten fertig. Die Brötchenknoten sind eine ideale Grillbeilage, aber auch wenn du Gäste erwartest, kannst du sie wunderbar servieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!